The Ghost Train. Das nächste Spiel von Chillers Art. Schön, dass wir die auch noch alle durchgehen können. Ich habe von dem Spiel keine Ahnung. Ich weiß nur, es spielt in einem Zug. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Es hat wahrscheinlich auch mit Geistern zu tun. Ist jetzt aber nur geraten. Ich wollte eigentlich erstmal kein Horror mehr spielen. Klappt ja ganz gut. So, Kensuke Tanaka, 42, männlich. Versicherungsvertreter. Scheiße, Versicherung. Ganz klar, Versicherung vertreten. Was ist das? Alter, wie laut. 24.07. Action. Oh, das ist aber ganz anders hier, ne? Ach, guck mal, da sind die Patreon-Leute wieder verewigt. Als Werbung diesmal. Das ist ja cool. Cat Café. Oh, wie nice. Und hier Hotel Takatsuki. Taka, taka, takatsuki. Okay. Sehr hell hier gerade. Das wird sich bestimmt bald ändern. Und wir haben, ja, bevor der Zug kommt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich könnte erstmal eine rauchen, würde ich sagen. Ah, man hört, mein Hals ist auch so kratzig. Ich hole mir noch mal was am besten. Und außerdem habe ich leichte Bauchschmerzen. Das heißt, ich würde vorher vielleicht noch mal kacken gehen, weil wir fahren ein bisschen länger. Und dann müssen wir mal schauen, ne? Also ich hole mir jetzt... Ich gehe eine rauchen, fresse was... Ne, ja, weiß ich noch nicht genau. Hol mir einen Tee. Kann ich das sammeln diesmal wieder? Nee, ne? Nee. Sind Toiletten funktionell? Kann ich in Eimer scheißen? Hallo, hallo, ich hab... Oh, Junge, mir geht der Stift. Mir geht echt der Stift. Ich muss hier mal... Ja. Warte kurz. Oh, das sind diese komischen Dinge auf dem Boden. Niemals werde ich mich über sowas hocken. Niemals in meinem Leben werde ich... Aber ich bin schon fertig. Da kam gerade so ein Bandwurm raus mit Frauenkopf. Der hat mich angeguckt. So, Hände waschen geht. Na, toll. Hier. Ich habe schon wieder kein Spiegelbild. Ich wollte nur mal in den Spiegel gucken, ob wir da vielleicht irgendwas versteckt haben. Aber leider nein. So. Der Mann hat ein Kindlein geboren. Da geht's auch rein. Cool. Da sind Fenster, da sind aber keine. Die Fenster müssten hier sein, ne? Aber da sind auch keine. Hallo? Hallo, Ladies. Ich bin es wieder. Ich komme jeden Donnerstag bei euch aufs Klo. Hallo? Diesmal keine Ladies da. Und da geht noch eine Tür irgendwo hin raus. Ja. Ich habe das Gefühl, alle Toiletten hier sind gerade kaputt. So, hier gibt es noch was zu trinken. Alunk. Alunk Cola. So. Ich kaufe mir einen O-Saft gegen Halsschmerzen, ne? So. Oh, Fräulein Softkacke ist auch wieder da. Okay. Ja, na gut. Ups. Ich meine, alles wie immer, oder? Alles wie immer. Da bist du endlich mal wieder hier und dann dat. So, warte mal, hier geht's zum Rauchen. Ich rauche aber noch keine. Warte mal, ich rauche noch keine. Ich will mich erstmal ein bisschen angucken. Ich will... Umgucken. Ich will mich erstmal ein bisschen angucken. Oh, oh, du bist ein geiler Bastard. Schwierig. Ich wollte mich ein bisschen umgucken. So. What's wrong with this person? Is she alright? Masbuha Al-Aimi. Ist das gerade Werbung? Ist das Werbung für Kacken? What's wrong with this person? Ich glaube, die hat einen Drang.
Auf die Schienen kann ich nicht. Oh, was reflektiert denn da hinten? Ich gehe mal einen rauchen, Leute. Ich geh mal einen rauchen eben, ja? Smoking Area. Sehr gut. Läuft wie am... Braucht trinken einen heißen Kakao. Mit Marshmallows und einen Twix. Und einen Bounty. So. Gut. Wie lange dauert denn das? Ich hätte schon 3 Schachteln leer. So, warte, jetzt hier raus. Okay. Geraucht haben wir jetzt auch eine. Also es fängt sehr ruhig an. Boah, die Musik hier, ne? Da, Lukas ist auch wieder dabei. Cool. Oh, der Schnuffelmann. Hinter der gelben Linie. So. Steigen wir mal ein. Wollen ja auch nach Hause kommen, ne? Um die Zeit ist halt niemand mehr im Zug. Man sieht's halt auch. Diese Werbung da oben. Das ist zu real einfach alles. Now. Was? Now? Hm. Jetzt muss ich nur noch zu meinem Lieblingssitz gehen. Die Ecke aus dem zweiten Waggon. Was? Der Zug ist höchstverdächtig sauber. Normal in Japan. Völlig normal. Cup Noodles. Aha, aha. Okay, wir müssen also zu unserem Lieblingssitz gehen. Okay, klar. Ist das mein Lieblingssitz? Weh, die sitzt auf unserem Lieblingssitz. She is the OL that always rides on the last train. She is the OL. Wofür steht ein OL? Sie ist der Ole. Old Lady. OL? Ist das eine Abkürzung? Ist das eine gängige Abkürzung? Office Lady wahrscheinlich. Ja, Office Lady schon eher, oder? Old Lady finde ich aber komisch. Olympic Lurker? Nee, Olympic Leader. Olympic... She is the Olympic Leader that always rides on the last train. Ich möchte sie allein lassen. Denn ich bin erschöpft. Das ist der Grund. Und ich glaube, sie ist auch sehr erschöpft. Nacht! Wir chillen hier immer. Wir sind die Einzigen, die hier fahren. Oh, Buba. Okay. Aha, aha. Aha, ja, lecker. So, hier sitze ich immer am liebsten. Okay. Ich setze mich mal hier hin, ja? Das ist nicht meine Frage, die ich gerade habe. War das nicht gerade meine Haltestelle? Das ist nicht meine erste Frage, die... Was? Das mit der Haltestelle ist mir gerade kackegal. Hatte ich gerade was auf dem Auge? Da war gerade eine fette Zikade auf meinem Auge. Nicht auf der Hose, nicht auf dem, auf der Schuhe. Die war auf dem Auge drauf, auf der Pupille. Ja, okay, ja gut, war wohl meine Haltestelle oder habe ich mir nur eingebildet? Bin wohl eingeschlafen. Vielleicht kann ich ja mit jemandem reden. OL, habe ich gerade gelesen, steht wirklich für Office Lady. Völlig normal in Japan.
Ich rede mal mit der Office Lady. Wieso guckt die? Guck mal, die sieht. Erstens sieht die aus wie tot. Ja? Das da oben, das hier ist eine Hautfarbe. Aber sie sieht einfach aus wie ihr graues Hemd. Verstehst du? Die sieht einfach aus, als wäre die gerade aus The Grudge entflohen. Entschuldigen Sie, Office Lady. Haben Sie gesehen, was gerade passiert ist? Ja, das habe ich gesehen. Aber ich kann einfach keine Energie aufbringen, um irgendwas dagegen zu tun. Was? Wovon reden die beiden? Ich rede von der Haltestelle oder von der Zikade. Aber welche Energie? Ist ja gut für dich. Traumhaft. Ich glaube, das war mal eine Haltestelle. Ja. Jetzt muss ich mit dem Taxi nach Hause fahren. Naja. Soll ich mal mit dem Zugführer sprechen? Oh, das ist aber lieb von ihr. Ist natürlich klar, ja, ist natürlich super offensichtlich, dass sie erschöpft ist von ihrer Büroarbeit. Und ich sehe das schon an ihren Augen. Nur an ihren Augen. Der Rest sieht aus wie ein Frühling. Ja, die sieht aus wie ein Frühlingswindchen, einfach die Frau. Das blühende Leben in dieser dunklen Ecke. Aber die Augen sind tot. Nein, nein, bitte. Machen Sie sich keine Umstände wegen mir, ne? Das kann ich nicht zulassen. Ja, ich mach das schon. Sie können aber auch hier bleiben und sich ein bisschen ausruhen, ne? Okay, natürlich. Aber lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas für Sie tun kann, junger Mann. Sexgott. Was? Nichts. War das schon Belästigung? Ich bin unsicher. Gut. Die gucken mir auch die ganze Zeit hinterher. Guck mal. Meine Augen sind hier oben, Lady. So, guck mal, das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch gesehen. Ah, das kennen wir schon aus dem anderen Spiel. Gut, das nicht. Was ein Kuga. So, oh, Eis. Karotteneis. Mm, das ist meine Lieblingssorte. Am besten noch mit Erde dran. Mm, Karotteneis. Sag mal, die Haltestellen sind aber echt weit auseinander, ne? Frau Fischer. Ach so, ja, klar. Das ist, ja. Okay. Die Werbung ist schon ganz cool gemacht. Ich finde das lustig, dass die ganzen Patreon-Leute hier eingebunden sind mit ihren Avataren und Zeugs und sowas. Guck mal hier. Horror Game. Radio Show every Sunday, Request Line 1245780. Kanikamaboko. Kanikamaboko. Okay. Sag mal, hat der Typ gerade Zikaden in der Hand? Ich habe nur so eine Frage. See no difference. Hä? Aber... Oder? Ob das auch einer von Patreon ist? Ich glaube... Ich würde sagen Phobias Tulk. Das könnte Phobias Tulk sein. Von Patreon. Ich glaube, der sieht so aus. So, Geflüchtet? 3 sind abgehauen. Wie? Ich hab's wirklich eilig. Ich würde gerne durch die Tür. Könnten Sie vielleicht ein bisschen beiseite gehen? Geflüchtet. Ich bin nicht gut drauf. Na, es bringt nichts. Er hört einfach gar nicht zu. Was auch immer sein Problem ist, ich sollte ihm Hohlwasser suchen. Geflüchtet. Dieser Ballonkopf. Ich gehe einfach dran vorbei, ja? Könnt ich einfach dran... Hallo? Okay. Was mache ich hier eigentlich gerade? Bitteschön.
Sind die nur in diesem Waggon oder sind die auch in den anderen Waggons? Und wenn die in den anderen sind, wie kommen die da hin? Die sind auch in den anderen. Wie kommen die da hin? Moment. Bitteschön. Und wieso guckt er selber nicht? Und wieso fährt hier nachts einer mit einem ganzen Korb voll Zikaden rum? Fragen über Fragen. So. Die andere hatten wir selber im Gesicht hier im Wagen, ne? Oder war das bei der Oma? Müsste bei der Oma gewesen sein, theoretisch, weil wir die auf dem Gesicht hatten. Jetzt geht's auch nach vorne. Ja, ja, das dauert noch ein Stündchen, ne? Ich bin gleich wieder bei Ihnen, klar. Gut. Ich dachte schon. Habe ich die übersehen? Ich hoffe, die sitzt auf dem Boden oder sonst irgendwas. Nicht, dass die irgendwo auf dem Dach ist oder so. Was ist das hier? Es ist U-Bahn Jesus. Oder ist das dieses Zeichen, dass man Leuten Platz machen soll? Ja, das Zeichen, dass man Leuten Platz machen soll. Oh, voll lieb. Voll schön. Klappt nicht immer, wissen wir alle, aber trotzdem voll schön. So, schon wieder Cup Noodles. Aber was mit der Zikade? Wo ist die letzte jetzt? Ihr wisst alle, ja, seit Wimmelbildern liebe ich Suchspiele. Haben Sie eine Zikade? Lass mich wissen, ob ich dir helfen kann. Nee, nee, schon gut. Alles klar, ich sehe den Schatten. Die müsste also irgendwo... Hä? Oder sitzt sie hier? Ach, da oben. Das ist aber ein anderer Schatten. Naja, egal. Okay. Mega! Das sieht doch cool aus. Mega. Einfach mega. So. So. Dann. Lecker. Wenn du in einem fahrenden Zug sitzt, / U-Bahn. Das sollte nicht passieren. Moment, das Problem ist nicht, dass ihr das schwer anhört. Das Problem ist, wir fahren gerade. Wir fahren einfach gerade. Die kann nicht einfach so dagegen fliegen, weil die muss ja mit dem Zug mitfliegen eigentlich. Wie? Das ist Felix Lobrecht. So, bitteschön. Phobias ist dankbar. Sehr gut. Braune? Nee, ich bin nicht gut drauf. Okay, gut. Wow, okay. Wohin fährt denn der uns? Hier ist halt gar kein... Hier ist halt nicht mal ein Licht. Wo fährt denn der uns hin? Und KMH ist auf Null! Wir stehen gerade! Und hier ist auch KMH auf Null! Wackelt von draußen jemand am Waggon und damit alles quietscht? Okay, ich muss... Ich frag den mal. Hey. Brauchen Sie irgendwas? Brauche ich irgendwas? Ja, ich hätte gerne, dass der Zug bei der nächsten Station anhält, bitte. Sie hat nämlich vergessen, bei der vorherigen Station zu halten. Oh, was? Habe ich wirklich? Ich war... Boah, da war ich wahrscheinlich gerade in Gedanken, klar.
Ich entschuldige mich für diese Unannehmlichkeit natürlich. Wir werden natürlich jede Kompensation dafür möglich machen. Ja, das machen wir alles. Bitte lassen Sie mir doch Ihre Kontaktinformationen hier. Sie sehen mich, wenn Sie in mein Gesicht sehen, gerade in meine nicht vorhandenen Augen, dann werden Sie sehen, wie vertrauenswürdig ich bin. Jetzt, wo Sie es sagen, ja. Dann werde ich mal langsam ohnmächtig. Was? Ich habe weder die Zeit noch die Energie, um mich bei der Railway Company zu beschweren. Ich bin einfach nur glücklich, dass es nichts Ernstes war. Ich lasse es diesmal noch durchgehen. Und ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock morgen auf die Arbeit. Ich habe keinen Bock. Was mache ich in meinem Leben? Lade.